Schon wieder so eine Mickey-Maus-Figur im Strand. Also, die Corona Merone, dass vielleicht die Menschheit durch Penturgintuatene dazu bringt, sich auch die Frage zu stellen, worauf es ankommt bei dem ganzen Firlefanz, der sowieso zu nichts führt, als davon wegzuführen, worum es sich eigentlich dreht. Aber die letzten Äußerungen, dass es sich bei dem Dialektik von Finsternis zu Licht oder Leben zu Tod nur um die zwei kontradiktorischen Bühnenbilder eines Theaters handeln würde und das Unweigerliche, das Unvermeidliche vielleicht gar nicht dasjenige wäre, um das sich alles dreht, ist auch nur wieder wahrscheinlich eine der Verwerfungen, ein Selbsttrost, entsprechend Epiktet, dass der erste Tod gar nicht der Tod wäre, in den Vorstellungen, dass alles weiterginge, wie alle Tröstlichkeitsphantasmen das so anschreiben. Was das Einzelwesen angeht, nützt ihm das nichts. Wenn es den ersten Tod nicht gibt, dann müsste man den zweiten Tod erfinden, den Tod des Sads, die endgültige Endgültigkeit, die endgültige Endlichkeit des Universums und nicht die Unendlichkeit. Denn jedenfalls, was das eigene Sein angeht und dessen Zeit, die man in Firlefanzereien verstreichen lässt, so ist in den bläuernen Nächten ist jedenfalls vollkommen klar, dieses Aufwachen im Erschrecken, was könnte man tun, dass das nicht in die einzig sicherste Bedeutsamkeit übergeführt würde, nämlich, dass alle so schon Bedeutungslosigkeit eines Traumseins sich so radikal ausradiere, dass gar nichts davon bliebe, wozu ja auch all diese zeitlich gehetzten Versuche, etwas anzuschreiben, was dieser Frage näher käme, wenn es ein endgültiges gibt, wozu dann überhaupt das Intermezzo dieses Theaters dazwischen, das doch ausradiert werden will, muss, nicht anders kann, um im Zappeln dazwischen an dieser Grenze die Zeit ein wenig auszudehnen und zu produzieren. Also nochmal das individuelle Sein selbst hat keine Chance, sich hinauszureden, wenn es sich nicht in die üblichen Illusionswelten hineinbegeben möchte. Die eigene Bilanz daraufhin zu befragen, was müsste getan werden, damit kurz davor nochmal etwas geschehe. Das nicht vom endgültigen und absoluten Verschwinden betroffen wäre. Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen, weil ich sehen will, was dieser Streuner da erbeutet hat.